Ehrgeiz, Disziplin und Einsatz für den SC Siemensstadt. Und das jeden Tag. Egal ob sportliche Leistung, Engagement oder lange Zugehörigkeit. Genau diese Leistungen sollen und werden bei der jährlichen Meisterfeier gewürdigt. Das Ehrenamt ist das Herzstück unseres Vereins. Ohne Ehrenamt geht es nicht. Die meisten sind Ehrenamtler. Das sind Menschen, die tagsüber ihrem ganz normalen Job nachgehen. Und sie kommen abends her, stellen sich in die Hallen und leisten einen wertvollen Beitrag dazu, jung und alt zum Sport zu bringen. Und das ist ganz wichtig, beweglich zu bleiben und vor allem auch eine Gemeinschaft zu erleben. Und das Ganze fängt schon im Vorsitz an. Matthias Brauner ist seit über 20 Jahren ehrenamtlich im SC Siemensstadt tätig. Als Vorsitzender leitet er den Verein zusammen mit seinem 6-köpfigen Vorstandsteam. Für die Entwicklung des Vereins hat Brauner einen maßgeblichen Anteil. Und dass die Vorstandskollegen jetzt daran gedacht haben, das finde ich sehr toll. Das ist eine große Form der Wertschätzung. Auch den Applaus von so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute zu bekommen, das ist schon toll. Und das ist ein ganz großes Dankeschön für mich. Das Engagement ist aber ebenfalls in allen Abteilungen zu spüren. Christopher Stoll ist als Schiedsrichter-Obmann in der Fußballabteilung aktiv. Dort organisiert er Schulungen und Lehrgänge, aber unterstützt auch junge Schiedsrichter auf ihrem Weg. Ich habe mich vom ersten Moment hier an sehr wohl gefühlt. Das ist diese Kommunikation, dieser Umgang miteinander, der hier wirklich passt und stimmt. Und nicht nur das Ehrenamt wird anerkannt, auch jahrelange Vereinsmitgliedschaften. Christel Gellert kam im Alter von 20 Jahren zum SC Siemensstadt und lernte dort sogar ihren Mann kennen. In diesem Jahr feiert sie 70 Jahre Mitgliedschaft. Meine kleine Schwester hat mich zum Verein gebracht, die war 5 Jahre jünger, fand ich sehr lustig, hat aber Spaß gemacht und mir war das immer wichtig, dass ich regelmäßig meinen Sport mache, sonst geht gar nichts mehr. Natürlich sollen auch die sportlichen Leistungen der letzten Monate nicht zu kurz kommen. Ob Aufstieg, Berliner Meister oder Staffelsieger, alle Teams der unterschiedlichen Abteilungen werden gebührend geehrt. Eine besondere Ehrung gibt es für Anja Kosan, die bei den Olympischen Spielen in Paris im Gruppenmehrkampf einen guten 13. Platz erreichte. Und auch wenn es für die Sportgymnastin am Ende nicht für das Finale gereicht hat, ist allein mit der Teilnahme ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Also das ist Wahnsinn. Sie ist ein großes Vorbild für allem unsere jungen Sportlerinnen und Sportler, die jetzt in ihrer Freizeit kommen und sehen, was Sport macht und was möglich ist. Ein würdevoller Abend für alle Mitglieder des SC Siemensstadt. Egal ob sportliche Leistung, Engagement oder lange Zugehörigkeit, am Ende sind alle ein wichtiger Bestandteil des Vereins.